Das 1908 veröffentlichte Kybalion ist nach wie vor ein geheimnisvoller Text, der drei anonymen Autoren zugeschrieben wird, die als die drei Eingeweihten bekannt sind. Sie haben die esoterischen Lehren zusammengestellt, die angeblich vom alten Meister Hermes Trismegistus stammen, der traditionell mit dem vorpharaonischen Ägypten in Verbindung gebracht wird und eng mit der göttlichen Figur des Tod verbunden ist. Der Zweck dieses Werks, das in eine Aura des Mysteriums und der esoterischen Weisheit gehüllt ist, bestand darin, das gesamte von alten Zivilisationen überlieferte Wissen in mehrere verständliche und anwendbare hermetische Prinzipien zu verdichten. Dies diente als Leitfaden für diejenigen, die die zugrunde liegenden Gesetze des Universums verstehen und wissen wollten, wie diese angewendet werden könnten, um die drei Ebenen der Existenz, die physische, die mentale und die spirituelle, gezielt zu beeinflussen. Im Laufe der Geschichte wurden diese Lehren von Gruppen und Logen eifersüchtig gehütet, die dieses Wissen streng geheim hielten. Das bloße Lesen vieler dieser alten Texte offenbart nicht immer ihre wahre Bedeutung. Da diese Lehren und ihre Praktika in verschiedenen Epochen verfolgt wurden, mussten sie in symbolischer oder verschlüsselter Sprache geschrieben werden. Ein klares Beispiel dafür findet sich in den meisten alchemistischen und hermetischen Texten. Nur wenige werden diese Texte vollständig verstehen und noch weniger werden sie in die Praxis umsetzen. Wenn Wissen nicht verwendet oder ausgedrückt wird, wird es nutzlos und kann seinem Besitzer keinen Nutzen bringen. Es ist entscheidend, die Axiome und Aphorismen nicht nur zu studieren, sondern sie auch im täglichen Leben anzuwenden. Jeder Einzelne muss diese Prinzipien verinnerlichen, sie praktizieren und anwenden, da sie erst dann wirklich zu einem Besitz werden, wenn sie in die Praxis umgesetzt werden. Die hermetischen Prinzipien sind alle miteinander verbunden. Prinzip Nummer 1: Prinzip des Mentalismus. Das erste Prinzip ist der Mentalismus, von dem alle anderen abhängen und abgeleitet sind. Wenn wir von der Grundlage ausgehen, dass das Universum eine geistige Schöpfung ist und alles im Geist des Alls aufrechterhalten wird, dann muss die gesamte Schöpfung gemäß einem anderen Prinzip, das im Kabell zu finden ist, ihren Ursprung im Geist haben. Prinzip Nummer 2: Das Prinzip der Entsprechung. So wie alles mit seinem Geist erschafft, können auch wir mit unserem Geist erschaffen. Das Prinzip der Entsprechung geht davon aus, dass es immer eine Beziehung zwischen den Gesetzen der Phänomene auf verschiedenen Existenzebenen gibt. Wie oben, so unten, wie unten, so oben. Es legt fest, dass zwischen der physischen, mentalen und spirituellen Ebene Harmonie herrscht. Es gibt jedoch auch eine Hierarchie, in der das Subtile das Dichte hervorbringt und der Geist die Materie ordnet und erschafft. Dies stimmt mit einem anderen der verschiedenen Prinzipien überein oder steht vielmehr in Resonanz damit. Prinzip Nummer 3: Das Prinzip der Schwingung. Dieses Prinzip besagt, dass alles in Bewegung ist, dass nichts stillsteht. Es erklärt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen von Materie, Kraft, Geist und sogar Seele und von denen alles ausgeht. Die Schwingung der Seele ist so gewaltig, dass sie praktisch als ruhend betrachtet werden kann. Sie ist wie ein Rad, das sich so schnell dreht, dass es bewegungslos erscheint. Am anderen Ende der Skala finden wir Formen von Materie, die so dicht sind, deren Schwingung so schwach ist, dass sie ebenfalls ruhend zu sein scheinen, wie oben, so unten, noch einmal. Von der Essenz des Alls, deren Schwingung gewaltig ist, geht die gesamte Schöpfung aus, die auf verschiedenen Ebenen schwingt. Es sind die niedrigeren Ebenen oder niedrigeren Frequenzen, die Materie hervorbringen. All dies bestätigt die mentale und subtile Natur der Existenz. Wenn wir diese Axiome verstehen, erkennen wir, dass das, was wir in unserer materiellen Existenz reflektiert sehen, ein Nebenprodukt einer mentalen oder spirituellen Schwingung ist. Um unsere Umgebung und die physische Realität, die wir erleben, zu beeinflussen und zu verändern, müssen wir daher die Natur unserer Gedanken ändern. Unser Geist verändert unseren Schwingungszustand.
Als nächstes kommt ein weiteres der hermetischen Prinzipien ins Spiel. Prinzip Nummer 4. Das Prinzip der Polarität. Sie können Ihre mentalen Schwingungen durch Willensanstrengung verändern. Konzentrieren Sie sich bewusst auf den gewünschten Zustand. Der Wille lenkt die Aufmerksamkeit und dies verändert die Schwingung. Um einen unerwünschten mentalen Zustand zu beseitigen, verwenden Sie das Prinzip der Polarität und konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den entgegengesetzten Pol desjenigen, den Sie unterdrücken möchten. Dies ist eine der nützlichsten hermetischen Formeln. Das Prinzip der Polarität funktioniert entlang einer Schwingungsskala mit unterschiedlichen Graden, die von positiv bis negativ reicht, wobei das Positive von höherer Natur ist als das Negative. Ein mentaler Zustand und sein Gegenteil sind einfach zwei Pole derselben Sache. Und durch mentale Transmutation kann diese Polarität umgekehrt werden. Wenn man Angst verspürt, ist es sinnlos zu versuchen, sie zu unterdrücken. Stattdessen muss man Mut entwickeln und die Angst wird verschwinden. Betrachten Sie dieses Beispiel. Wenn Sie aufhören möchten, unwissend zu sein, können Sie diese Unwissenheit nicht einfach auslöschen, wie man ein Wort von einer Tafel löscht. Unwissenheit wird verschwinden, wenn Sie Wissen erwerben. Es ist ähnlich wie die Beseitigung der Dunkelheit aus einem Raum. Sie müssen nur das Licht einschalten. Um eine negative Eigenschaft zu beseitigen, konzentrieren Sie sich auf den positiven Pol derselben Eigenschaft. Und die Schwingungen werden sich allmählich von negativ zu positiv verschieben. Der Geist kann sich wie Metalle und Elemente von einem Grad zum anderen, von einem Zustand zum anderen, von Pol zu Pol und von Schwingung zu Schwingung verwandeln. Die Beherrschung der Polarität bedeutet die Beherrschung der Prinzipien der mentalen Transmutation oder Alchemie. Es ist entscheidend, die Kunst der mentalen Transmutation zu beherrschen, um die Welt um uns herum auf ähnliche Weise zu verändern. Prinzip Nummer 5. Das Prinzip des Rhythmus. Dieses Prinzip ist untrennbar mit dem Prinzip der Polarität verbunden. Wo es Aktion gibt, gibt es Reaktion. Wo es Fortschritt gibt, gibt es Rückzug. Wo es Aufstieg gibt, gibt es Abstieg. Dieses Gesetz gilt für alles. Sonnen, Welten, Tiere, Geist, Energie, Materie. Es manifestiert sich in der Erschaffung und Zerstörung von Welten, im Aufstieg und Fall von Nationen, in Leben und Tod und letztendlich in den geistigen Zuständen der Menschen. Obwohl das Universum immer nach Gleichgewicht strebt, sind wir nicht verpflichtet, in negativen Zuständen stecken zu bleiben. Das Verständnis des Rhythmus und Gleichgewichts des Kosmos gibt uns Perspektive und Akzeptanz, wenn das Pendel in Richtung negativer Polarität schwingt. Doch als Meister der hermetischen Künste haben wir die Werkzeuge, um das Gleichgewicht wieder in Richtung des Positiven zu kippen. Eines der hermetischen Axiome besagt, dass höhere Ebenen niedrigere Ebenen regieren, sowie höhere Gesetze niedrigere regieren. Rhythmus kann durch die Kunst der Polarisierung neutralisiert werden. Bewusstsein existiert sowohl auf höheren als auch auf niedrigeren Ebenen. Und indem der Meister geistig auf die höhere Ebene aufsteigt, bewirkt er, dass sich die Schwingung des mentalen Pendels auf der niedrigeren Ebene manifestiert, während er auf der höheren Ebene unberührt bleibt und so sein Bewusstsein von der Gegenschwingung befreit. Dies wird erreicht, indem man sich im höheren Selbst polarisiert. Dadurch werden die mentalen Schwingungen des Egos über die normale Bewusstseinsebene angehoben. Es ist, als würde man sich über etwas erheben und es nach unten passieren lassen. Diejenigen, die eine gewisse Meisterschaft erreicht haben, polarisieren sich im positiven Pol ihres Seins, im Ich Bin und nicht im Pol ihres Egos. Und indem sie die Wirkung des Rhythmus ablehnen und leugnen, erheben sie sich über ihre Bewusstseinsebene. Indem sie höhere Gesetze anwenden, erlangen sie die Meisterschaft über die niedrigeren. Alle Personen, die ein gewisses Maß an persönlicher Meisterschaft erreicht haben, praktizieren dies, unabhängig davon, ob sie das Gesetz verstehen oder nicht. Sie weigern sich einfach, sich von Schwingungen mitreißen zu lassen und bleiben, indem sie ihre Überlegenheit fest behaupten, positiv polarisiert. Der Meister erreicht einen höheren Grad an Vollkommenheit, weil er das Gesetz, das er beherrscht, vollständig versteht
und mit Hilfe eines höheren Gesetzes und seines Willens erreicht er ein Maß an Gleichgewicht und Beständigkeit, das für diejenigen, die von emotionalen Schwankungen mitgerissen werden, fast unvorstellbar ist. Er versteht, dass alles auf den niederen Ebenen dualer Natur ist. Und indem er seinen Verstand nutzt, überwindet er Widrigkeiten. Er weiß, dass letztendlich alles Maya ist, eine geistige Schöpfung des Alls, wo das Wesen sich selbst in unzähligen Formen und Bewusstseinszuständen erfährt. Er begreift auch, dass er nicht nur eine Schöpfung des Alls ist, sondern ein Teil davon. Er ist im Wesentlichen göttlich, ein Fraktal des Alls oder der Quelle, ein ewiger Geist, der in dieser materiellen Existenz inkarniert ist, um sich zu entwickeln, zu erfahren und sich an sich selbst zu erinnern. Er weiß, dass er durch die Prinzipien der Fraktalität und Korrespondenz auch die Macht hat, seine eigene Realität mit dem Verstand zu erschaffen und zu gestalten. Hinter den Lehren verschiedener Meister und alter Kulturen wie Hinduismus, Buddhismus, Hermetik oder sogar Jesus von Nazareth verbirgt sich das Prinzip der mentalen oder spirituellen Natur des Universums. Wenn das Universum mental ist, lässt sich leicht folgern, dass die mentale Transmutation die Bedingungen und Phänomene des Universums verändern und transformieren muss. Und dass der Geist die größte Macht sein muss, die wir haben, um diese Phänomene zu beeinflussen und unser Leben zu transmutieren. Das war's für heute. Wir sind am Ende dieses Videos angelangt und ich hoffe aufrichtig, dass diese Tipps für Sie von großem Nutzen sind. Vergessen Sie nicht, dass Sie ein entscheidender Teil dieses Kanals sind. Wenn Ihnen dieses Video also beim Denken oder Lernen geholfen hat, hinterlassen Sie ein Gefällt mir und einen Kommentar, damit mehr Menschen die Kräfte der Weisheit entdecken. Wenn Sie nicht wissen, was Sie kommentieren sollen, geben Sie Ich bin weise ein, um mich wissen zu lassen, dass Sie es bis zum Ende geschafft haben. Und wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, tun Sie dies bitte. Denken Sie daran, dass jeder kleine Schritt auf Ihrem Weg zur persönlichen Entwicklung zählt. Bewegen Sie sich weiter in Richtung Sieg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.